Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe mal wieder einen Haul. Ich habe ein bisschen geshoppt und zwar bei dem Shop Bastelwelt Showbiz. Ich habe zum ersten Mal da bestellt. Es hatte seine Gründe, weswegen ich dort bestellt habe. Es hat ein bestimmtes Thema, was ich ausprobieren möchte, beziehungsweise es sind zwei Themen. Und ja, da habe ich ein bisschen was zu bestellt. Das ist nicht ganz günstig, also es wird jetzt nicht viel kommen, aber es war trotzdem teuer. Ja, ihr werdet es sehen, wenn ich es euch gleich zeige. Auf jeden Fall, wie gesagt, da zum ersten Mal bestellt. Letzte Woche und heute kam es an. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen, mit der Lieferzeit. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und zwar zeige ich euch schon mal, was ich so genommen habe. Mini Ink Blending Tool. Das ist dieses hier. Ich guck mal, ob hier Preise stehen. Oh ja, dann kann ich euch auch Preise sagen. Ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich habe dieses Blending Tool mitgenommen. Jetzt wissen manche vielleicht schon, was ich damit vorhabe. Und ich zeige direkt das zusammen, weil ja, das gehört dazu. Das sind Aufsätze für diese Tools. Also, wie nennt sich das? Blending Foam hier, da. Sind das die Aufsätze? Und das hier hat was gekostet, und zwar 6,99 €. Und das Zubehör dafür auch 6,99 €. Okay. Es hat beides 6,99 € gekostet, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Aber ich glaube schon. Ja, das ist auf jeden Fall das Zubehör, was wir brauchen. Und zwar für diese schöne Teilchen hier. Ja. Distress Ink Vintage Photo. Ich werde nicht überall die Namen vorlesen, denn da sind manchmal Namen dabei. Puh, fragt mich bitte nicht. Weil wie das dann ausgesprochen wird und bevor es peinlich wird, sage ich dann keine Namen. Auf jeden Fall habe ich vor, Hintergründe selber zu gestalten. Und da habe ich mir jetzt so Distress Ink Kissen geholt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich dachte, die wären alles mit diesem Oxid, aber leider habe ich nur zwei erwischt davon. Und die restlichen sind nur normale Distress Inks. Aber es macht ja nichts, man kann sie ja trotzdem benutzen. Ne? Ich meine, man kann sie halt nicht mit Wasser zum Oxidieren bringen, aber man kann mit Sicherheit trotzdem schöne Hintergründe damit machen. Ja, 5,99 € hat dieses hier gekostet, das Vintage Photo. Ja. Zum Zweiten habe ich Schwarz mitgenommen natürlich, um schwarze Hintergründe zu machen. Schwarz kann man ja sehr gut kombinieren mit Rot, mit Pink, mit Blau, mit allem eigentlich irgendwie. Und deswegen musste Schwarz sein, ist auch nicht Oxid, wie ihr seht. Ich schaue mal kurz, was es gekostet hat. Ich schwafle einfach mal ein bisschen. 5,99 € hat dieses hier gekostet. Ja. Black Suit oder so. Als nächstes, rosa durfte nicht fehlen, also spreche ich das nicht aus. Das heißt auf jeden Fall Sugar. Das davor, ihr könnt es lesen, das weiß ich auch nicht. Ich schätze mal, es wird auch 5,99 € gekostet haben. Also würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, hat auch 5,99 € gekostet. Und ich mag ja rosa. Das letzte von den normalen Distress Inks ist dieses hier. Das ist auch wunderschön. Also ich finde Shaded Lilac oder so. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Farbe, ich schätze auch 5,99 €. Jawohl, 5,99 € dieses hier. Wie gesagt, zwei Oxidkissen habe ich auch erwischt. Und zwar einmal ist es dieses hier, Iced Spruce oder so. Ich würde sagen, es ist so eine Art Grauton. Und die lassen sich dann nämlich mit Wasser oxidieren. Das sieht ganz, ganz toll aus. Wenn mir das Spaß macht, dann werde ich mir noch mehrere Kissen davon kaufen. Aber ja, jetzt habe ich erstmal die und das ist ja auch schon mal gut. 6,20 € hat das gekostet. Ist also teurer, ne? Ist klar. Als letztes Oxidkissen ist dieses hier, Broken Shiner. Das ist so eine Art Blau, würde ich sagen. Ihr seht das so ein bisschen. Hat auch 6,20 € gekostet. Also wie ihr hört, die sind nicht sonderlich günstig, diese Kissen. Aber ich möchte das mal testen und irgendwie mal versuchen, selber Hintergründe zu gestalten. Ja, habe ich Bock drauf. Ja, kommen wir zum nächsten. Ich habe mal beim Lidl ein Embossing-Set gekauft mit Heißluftföhn und so. Ich habe mir jetzt dazu ein Kissen geholt für Embossen, zum Embossen.
Und dann habe ich mich für dieses hier entschieden von Versamark. Ich werde es einfach mal testen. Also das sind so die zwei Sachen, die ich nämlich jetzt ausprobieren möchte, mit Hintergründen machen und mit Embossing, also zu embossen. Habe ich auch Lust zu. 6,40 € hat das gekostet, das Versamark-Kissen. Was braucht man noch zu embossen? Ich habe zwei Embossing-Puder mitgenommen. Im Übrigen sind die so eingepackt in dieser Tüte hier. Hätte ich vorher auch mal aufmachen können, aber wo wäre da der Spaß gewesen? Ah. Ja, ich reiße es gerade auf. Ich bin gleich da. So, als erstes haben wir von Ranger, sind die im Übrigen, haben wir Embossing Powder Frosted Crystal. Ja, das ist halt so eine Art Weiß. Ihr seht das schon. Das ist, ihr seht das nicht durch die Softbox, ne? Naja, so seht ihr auch nichts. Das ist cool. Ah, hier oben ist so schneeartig. Das ist halt sehr, sehr schön fein weiß. Hat 4,99 € gekostet, dieses Embossing Puder. Stellen wir es mal nach da. So, dann haben wir noch ein Embossing-Pulver. Wie sollte es anders sein? Black. Na, schwarz darf natürlich nicht fehlen. Ich liebe schwarz. Und damit kann man dann schwarz embossen. Hat auch 4,99 € gekostet. Und ja, das ist das tolle Embossing-Powder in schwarz. So, jetzt habe ich noch was Größeres bestellt, weil ich es gesehen habe und weil es mich nervt, dass ich immer. Oh. Dass ich immer. Ja, meine Papiere irgendwo hinstopfen muss. Ja, hier, so könnt ihr es ein bisschen lesen. Und zwar passen da 200 Blätter in der Größe 30,5 mal 30,5 hier rein. Das ist so ein Aufbewahrungsdingsbums, was ich jetzt gar nicht ganz aufs Bild bekomme. Ich packe das mal aus, weil ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ich habe es eben nur alles aus dem Karton genommen, weil der Karton riesig war. Ich hätte ihn hier gar nicht hinstellen können. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir mal zusammen rein, wie das aussieht. Naja, ist halt Plastik. Hätte man sich irgendwie auch selber machen können oder so, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt nicht sonderlich aufregend. Ihr seht das schon. Das ist halt Plastik und dann kann man die da reinstellen. Naja, das hat 9,90 € gekostet. Weiß ich nicht, ob 9,90 € nicht ein bisschen teuer ist. Weil, weiß ich nicht. Muss man sich noch selber biegen und. Ja, Ja, bin ich nicht ganz so begeistert von. Aber ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen bessere Qualität oder so. Obwohl das sehr hart ist, also sehr hart Plastik. Wahrscheinlich, wenn ich es mir zurecht. Ihr seht überhaupt nichts, ne? Wahrscheinlich, wenn ich es mir zurecht gebogen habe, ist es in Ordnung. Aber ja, ist schon ein bisschen günstig. Ja, nicht verarbeitet, aber. Naja. Auf jeden Fall werde ich es mal testen und ich wollte was für meine, ja, für meine 30,5 mal 30,5 Blätter haben. Deswegen habe ich das mal mitgenommen und die, ja, alles, was ihr hier seht, wie gesagt, ist nicht viel, aber teuer war's. Ihr habt ja die Preise gehört, da könnt ihr euch ausrechnen, wie teuer das ist, wenn man damit anfangen will, ne? Und ein paar Farben haben möchte. Ja, gut, ihr Lieben, ich habe fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, macht's gut. Ciao.